Herzlich willkommen zur Infosession Ausbildungsintegriertes Studium. Diese Session wird aufgezeichnet. Der Zweck ist, dass wir dieses Video dann veröffentlichen auf der Homepage von der FH und auch von der Siemens Mobility. Wir werden jetzt noch 2, 3 Minuten warten, bis alle Teilnehmer sich eingewählt haben und dann werden wir starten. So, es ist 13:05 Uhr. Ich schlage vor, wir starten mit unserer Infosession. Ich darf alle Zuschauer und Interessenten recht herzlich begrüßen. Wir starten heuer im September erstmalig ein vierjähriges ausbildungsintegriertes Studium, bei dem das Bachelorstudium High-Tech Manufacturing an der FH Campus Wien gemeinsam mit einer Facharbeiterausbildung bei der Siemens Mobility Austria GmbH den Lehrberuf Elektroanlagenbetriebstechniker vermittelt wird. Die Dauer ist 4 Jahre. Was ist denn da der Hintergrund? Es ist so, dass der Grad der Automatisierung im Bereich der Fertigung von Schienenfahrzeugen in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren steigen wird und gestiegen ist. Und wir brauchen da Fachkräfte, Experten, die im Bereich tätig sein werden. Und da hat sich die Siemens Mobility gemeinsam mit der FH entschlossen, da eine Kooperation einzugehen. Und wir wollen eben einen praxisnahen Bezug in der Ausbildung haben an Facharbeiter Elektroanlagentechnik und gleichzeitig dazu ein Studium im Bereich Automatisierungstechnik, Maschinenbau und Robotik. Was erwartet euch heute? Ich darf auf die nächste Folie gehen. Wir haben eine Agenda, und die Dauer wird heute sein, circa bis 14:15 Uhr. Es besteht aus 4 Teilen. Der erste Teil ist, dass wir die Facharbeiterintensivausbildung bei Siemens Mobility vorstellen. Dann übergeben wir an die FH Campus Wien, wo das Bachelorstudium vorgestellt wird. Im dritten Teil wird dann das Bachelorstudium Computer Science vorgestellt, auch eine Kooperation zwischen FH Campus Wien und der Siemens AG Österreich. Und der vierte und letzte Teil ist dann die Fragerunde. Was erwartet euch bei diesem Studium? Wie gesagt, es ist eine Dauer von 4 Jahren. Im ersten Jahr seid ihr in der Lehrwerkstätte bei der Siemens Mobility Austria in Wien in der Lieberstraße. Dort vermitteln wir die Grundlagen für den Lehrberuf Elektroanlagenbetriebstechnik, das heißt mechanische Inhalte, Elektrotechnikinhalte, und die sind also gemäß dem Berufsbild. Für die FH zur Vorbereitung bieten wir auch einen Vorbereitungskurs für Mathematik an und in dem ersten Jahr zusätzlich gibt es eine 2-monatige Praxisphase, wo ihr im Rohbau eingesetzt werdet, wo ihr die Schienenfahrzeugfertigung kennenlernt und ebenso in der Elektromontage. Über das Berufsbild hinaus bieten wir Inhalte an, Zusatzseminare, das ist im Bereich Office, Logistik, Rohbau, E-Bau, Bahntechnik und natürlich auch im IT-Bereich. Ab dem zweiten Jahr seid ihr dann auf der FH, macht dort 6 Semester. Semester 1 bis 4 sind vom Ablauf ähnlich vom zeitlichen Aufteilung, das heißt die meiste Zeit auf der FH, unterbrochen durch 1 Monat Praxiseinsatz im Rohbau bzw. 2 Wochen Seminar und im dritten Jahr ein Modul Installationstechnik. Das vierte Jahr wird dann das spannende Jahr. Da habt ihr dann noch 2 Semester, die sind sozusagen unterbrochen oder darin kommen auch vor 5 Monate Berufspraktikum im Werk Wien-Lieberstraße inklusive Bachelorarbeit. Dann gibt es eine 2-monatige Vorbereitungsphase zur LAB. LAB steht für die Lehrabschlussprüfung. Und im Anschluss daran gibt es dann hier gleich die Abschlussprüfung. Und enden dann die 4 Jahre damit einer Woche Bachelorprüfung. Also das vierte Jahr ist dann ein spannendes Jahr.
Wir fördern, wir unterstützen die Kooperation von seitens von Siemens Mobility und wir zahlen euch in diesen 4 Jahren ein Gehalt von 1.905 brutto und zusätzlich übernimmt Siemens Mobility auch die Studienkosten im Wert in der Höhe von 400 Euro pro Semester. Die Inhalte haben wir da ganz kurz skizziert, also Elektrotechniker, anderer Betriebstechniker ist für das Montieren, Installieren, Warten, Reparieren elektrischer Bauteile, Komponenten und Systeme verantwortlich. Die sind zum Beispiel Türantriebe bei Elektrofahrzeugen, bei Schienenfahrzeugen, genauso gut die Klimasteuerung und so weiter. Im Bereich Bachelorstudium Hightech Manufacturing, auf das wird der Kollege noch genauer eingehen, geht es um Maschinenbau, Automatisierung, Robotik und auch Wirtschafts- und Managementkompetenz. Ich darf zur nächsten Folie wechseln und kurz unser Werk vorstellen. Also wir sind ein großes Werk im Herzen von Wien. Wir haben 140.000 Quadratmeter, sind öffentlich übrigens gut erreichbar über U-Bahn, Schnellbahn, Bus. Und wir sind das Headquarter für Metro, Coaches, Lightrail und automatisierte Personenbeförderung. Auf die einzelnen Produkte gehe ich noch ganz kurz ein auf der nächsten Folie. Wir haben am Standort nicht nur die Fertigung, wir haben auch Engineering, Projektmanagement und das Service der Fahrzeuge, die beim Kunden im Einsatz sind. Von der Fertigungskapazität schaffen wir bis zu 450 Wagen pro Jahr, also über fast also mehr als ein Fahrzeug verlässt täglich unser Werk. Die Produktionstechnologien für Schienenfahrzeugen sind Stahl, Edelstahl, Aluminium. Das hängt vom Einsatzgebiet des Fahrzeuges bzw. auch vom Kundenwunsch ab. Eingangs habe ich die Automatisierung erwähnt und wir haben bereits einen hohen Grad der Automatisierung erreicht. Wir haben im Bereich Lackiertechnik, Frästechnik und Schweißtechnik schon Roboteranlagen im Einsatz. Ganz kurz zu unseren Lösungen. Also wir unterscheiden die Fahrzeuge nach Geschwindigkeitsbereich und nach der Haltestellenabstand. Und das beginnt eben links bei den Metro-, Stadtbahn-, Straßenbahnfahrzeugen und geht dann rechts rauf bis zum Fernverkehr, wo dann die Hochgeschwindigkeitszüge, zum Beispiel die ICE, im Einsatz sind. Also wir bedecken da die ganze Produktpalette bei den Schienenfahrzeugen im Personenbereich ab. Zum Abschluss noch kurz ein paar Referenzen. Also wenn ihr in Wien wohnt oder in Wien schon wart, dann prägen ja unsere Produkte auch das Straßenbild in unserer Stadt. Also vom alten Silberpfeil, die erste U-Bahn in Wien, bis zum jetzigen X-Wagen, der noch nicht im Einsatz ist, sondern in Zukunft dann auf der Linie U5 vollautomatisiert fahren wird. Der ist dann da hier rechts oben zu sehen. Innovative Lösungen, zum Beispiel haben wir auch den CityJet Eco. Das ist ein Fahrzeug, das akkubetrieben fährt und in Zukunft die Dieselstrecken, also nicht elektrifizierten Strecken bei der ÖBB, dort die Dieselfahrzeuge ablösen wird. Gut, das wäre zu unserem Unternehmen und im nächsten Schritt möchte ich übergeben zum Herrn Michael Leisgang, unser Werksleiter vom Werk Wien, und der möchte über unser Werk etwas berichten. Danke. Herzlich willkommen, ich bin Alex Landowski, Erzählungsleiter von Heizungswagen, Metros und Wald. Hallo, Stahl von Rohbau bis zur Montage. Wir sind hier mitten im Rohbau, das ist beispielsweise bei Dani, den werden wir gemeinsam bauen. Produkt für die ÖBB, Reisezugwagen, Schlafwagen, Sitzwagen für den internationalen Verkehr. Was ist das, was wir technologisch künftig gemeinsam betreuen werden? Gehen einmal in die Halle hinein. Wir sind eine der Anlagen, mit denen wir künftig zusammenarbeiten werden. Friction Steerwelling, Reithöhe schweißen, innovative Technologie. Wir reden über klassisch einen Lichtbogen, sondern über einen, kann man sich als Rührgerät vorstellen, der zwei stumpf gestoßene Bleche miteinander vermischt, also einen teigigen Bereich bringt und dann durch Rotation miteinander verbindet. Hochtechnologie gibt es sonst nirgends auf der Welt, in dem Dickblechbereich wie bei uns. Das ist eine der beispielhaften Anlagen, mit denen wir künftig zusammen weiterentwickeln werden. Vielen Dank, Herr Leisgang. Und ich darf übergeben an den Herrn Stefan Kors, der uns aus der Lehrlingsausbildung direkt berichtet. Er ist Koordinator der Lehrlingsausbildung am Standort Wien. So, herzlich willkommen in der Lehrlingsausbildung. Jetzt werdet ihr einen Blick in die Lehrlingsausbildung machen. Neben mir steht die Frau Patzelt. Frau Angelina Patzelt, genau. Und wir werden euch jetzt
den Bereich der Lehrlingsausbildung ein bisschen präsentieren. Sehr schön. Gut, wir haben hier die Schweißerei, das ist der Beginn quasi, mit dem ich bei euch starten möchte. Wir haben hier die Schweißerei bei uns angebracht, ganz neue Anlagen, wir haben ganz neue Schweißgeräte angeschafft. Wer hat sonst vorher gesagt, wir haben eine Fertigung von Waggons, ihr habt vorher auch schon einen Waggon gesehen, der wird natürlich geschweißt. Und um diese Fertigkeit auch zu kennen und da ein bisschen hineinschnuppern zu können, haben wir bei uns in der Lehrwerkstätte auch Schweißanlagen in verschiedensten Formen angelegt. Keine Kosten und Mühe gescheut, dass ihr wirklich eine sehr, sehr gute, fundierte Ausbildung bei uns haben werdet. Wir gehen jetzt weiter einen Schritt in Richtung Fertigung, Fräsmaschinen, der erste Teil der Fräsmaschinen. Ihr habt hier zu meiner linken Seite, zu eurer rechten, zwei Fräsmaschinen, wo ihr die Basis kennenlernt, wie fräse ich ein Werkstück, wie bearbeite ich ein Werkstück, wie verhält sich das Material, wenn ich es mit einem Fräser bearbeite, Späne und so weiter, damit ihr das kennenlernt, wie auch später, wenn ihr jetzt Material bestellt oder auch mit Material tätig seid, auch selbst schon die Erfahrung gemacht habt, was ist das eigentlich für ein Material, was ist Niroster, was ist Aluminium und so weiter. Gehen wir ein Stück weiter. Wir haben hier jetzt noch zwei Fräsmaschinen stehen, die sind etwas anders, wie die ihr vorher gesehen habt. In diesem Bereich auch natürlich das Fräsen in Dominanz, damit man auch an unterschiedlichen Maschinen arbeitet, damit ihr auch da ein bisschen ein Gefühl für die Maschine kennenlernt, wie funktioniert die eine Maschine, wie funktioniert die andere Maschine, damit man weiß, wie funktioniert das Fräsen richtig. So, dann gehen wir bitte noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt hier auf der Rückseite, ihr seht es bereits schon, konventionelle Drehmaschinen. Auf einer konventionellen Drehmaschine lernt ihr auch die Grundlagen eines Drehen, eines Drehers. Auch ein bisschen dort hineinzukommen, was macht eine Drehmaschine, wie funktioniert eine Drehmaschine, wie verhält sich eine Drehmaschine, wenn man jetzt ein Nierostermaterial oder ein Aluminiummaterial, vielleicht kennt ihr Aluminium schon ein bisschen mehr als ein Nierostermaterial, aber das sind diese Werkstücke oder Werkstoffe, die wir verarbeiten. Machen wir einen kurzen Schwenk bitte hinüber zur Automatisierungsecke. Wir haben hier zwei CNC-Drehmaschinen, also wir haben eine Drehmaschine und eine Fräsmaschine, zwei CNC-Maschinen, computerunterstützte Maschinen. Auf diesen Maschinen werdet ihr dann ein kleines Programm schreiben oder großes Programm schreiben, das dann automatisch ein Werkstück abgearbeitet wird. Das heißt, zuerst lernt ihr das auf konventionellen Maschinen, damit man sieht, okay, wie verhält sich das Material, welche Geschwindigkeiten brauche ich, um daran arbeiten zu können, Schnittgeschwindigkeiten. Und dann später kommt ihr auf eine automatische Fertigung, weil wir wollen einen Schritt in die Automatisierungstechnik legen, damit wir Automatisierungstechniker sind und auch in diesem Bereich Ahnung haben, eben ein komplettes Set an Automatisierungstechnik. Jetzt noch einen Schritt weiter. Wir gehen quasi zurück in der Ausbildung, aber wir haben hier jetzt einen alten Schraubstock, einen guten alten Schraubstock, wo wir die Lehrlingsausbildung starten, das heißt die ersten Schritte in der Lehrlingsausbildung kennenlernen. Wie verhalten sich Materialien? Was sind eigentlich Materialien? Stahl gibt es viel, Aluminium gibt es viel. Und hier lernt ihr, wie sich diese Materialien auch in Zukunft verhalten. Wir konstruieren Züge, wir konstruieren Lokomotiven, wir konstruieren Waggons. Ihr habt es vorher schon gesehen. Das muss eine Qualität haben und diesen Qualitätsstandard bauen wir hier Schritt für Schritt und sukzessive auf, damit wir euch nachher in die Zukunft entlassen können. Jetzt einen Schritt weiter bitte kommen und die Angelina Batzelt wird euch jetzt den Bereich der Elektrotechnik präsentieren. Ja, sehr gut. Dankeschön. Bitteschön. Bitte einmal mitkommen. Wir treten da ein in das Elektrolabor. Ihr sehen könnt einen Schaltschrank, den ihr selber dann verdrahten werdet in der Lehrzeit, der einen Motor ansteuert, der sich einmal nach links und rechts drehen kann, mit einem Sanftanlauf angesteuert, damit er nicht sofort mit voller Leistung funktioniert. Okay, was hat das jetzt für einen Sinn? Warum brauche ich das eigentlich? Also hier haben wir eben einen Schaltkasten. Dieser Schaltkasten ist zum Beispiel die Steuerung für eine Klimaanlage. Auch eine Klimaanlage hat einen Motor, einen Kompressor, der betrieben wird. Und dieser Kompressor braucht beim Anlaufen sehr, sehr viel Strom. Damit das Ganze ökologisch abläuft und auch die Stromaufnahme reduziert wird, gibt es dann einen Sanftanlauf, der dann den Motor langsam in die Richtung läuft. Und erst wenn er dann in voller Betriebsleistung ist, schaltet er dann um
und hat dann quasi die volle Kompression auch in der Klimaleitung. Dann schwenken wir einen Schritt weiter in die SPS, in die Automatisierungstechnik, eine speicherprogrammierbare Steuerung, die das Ganze dann automatisch ansteuert. Zum Beispiel, wird es zu heiß oder zu kalt in einem Raum, wird die Klimaanlage an- oder eingeschaltet, ohne dass man einen Taster betätigen muss. Genau, das kennen wir ja auch. Wir wollen ja einen Komfort haben und nicht ständig am Regler herumdrehen. Jetzt sehen wir noch eine Fertigungsanlage. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Roboter, eine kleine Modellanlage. Und zwar soll das jetzt hier eine Fertigung bzw. eine Lagerung simulieren. Wir zeigen euch jetzt einen kurzen Ablauf des Roboters. Damit bitte ich dich, dass du das Werkstück hineinlegst. Jetzt nimmt der Roboter, saugt das Werkstück an. Wenn er es angesaugt hat, wird es weitergegeben zu einer NFC-Kommunikation. Und nach dieser NFC-Kommunikation wird es dann noch einmal überprüft. Das heißt, der hat es nicht richtig hingelegt. Jetzt wird es noch einmal getestet, ob alles funktioniert. Dann ertönt ein Ton, das habt ihr jetzt gehört, und damit ist das Werkstück quasi angesaugt. Damit ist das Werkstück angesaugt. Programmiert wird das Ganze, was eigentlich ein ganz ein wichtiger Punkt ist. So, jetzt ist es beim Magazin. Programmiert wird das Ganze über Mikrocontroller. Diese Mikrocontroller werden von euch in Betrieb genommen. Das Ganze kann man dann auch an die SPS, die ihr vorher gesehen habt, anschließen, damit das Ganze dann in eine automatisierte Anlage umgewandelt werden kann. Mikrocontroller, SPS, Simatic, Step 7, Programmierung, das sind die ersten Schritte für euch dann in die Automatisierungstechnik. So, damit bedanke ich mich bei euch und ich wünsche euch noch etwas und ich gebe zurück an den Herrn Lazanowski. Danke, Stefan, für die Erklärungen und Ausführungen für die Lehrlingsausbildung. Ich darf jetzt übergeben an die FH Campus Wien, an den Herrn Heimo Sandner für die Vorstellung für den zweiten großen Teil am FH Campus Wien. Vielen Dank, Herr Lazanowski, für die Einleitung. Ich teile schnell meinen Bildschirm. Ja, ich möchte hier den sozusagen zweiten Partner dieser Kooperation für Sie vorstellen, nämlich den Studiengang Hightech Manufacturing. Was sind wir? Wer sind wir? Wir sind ein Studiengang, der sich im Bereich Simulation, Konstruktion, Automatisierung, Robotik in der Fertigungstechnologie mit einem großen Schwerpunkt im Bereich additiver Fertigung mit Werkstoffen beschäftigt. Und wir verfolgen das Prinzip auch, und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Studium, von der Idee zur Skizze zum Prototypen. Was unterscheidet uns als Studiengang, als Fachhochschule von den anderen Studiengängen, die man in Österreich studieren kann? Wir sind einerseits die größte Fachhochschule in Österreich mit im Moment über 7.000 Studierenden, bald 9.000 Studierenden. Wir haben eine sehr praxisnahe Ausbildung durch eine gute Mischung von externen und internen Personal. Bei uns ist Interdisziplinarität sehr groß geschrieben. Das heißt, wir haben viele übergreifende Lehrveranstaltungen, übergreifende Projekte, die wir später auch noch sehen werden. Wir haben eine umfangreiche Werkstätte, auch gibt es auch ein paar Einblicke dann von David Nechi. Wir haben viele Möglichkeiten, dass sich auch unsere Studierenden bei Forschungsprojekten beteiligen, mitarbeiten, dazulernen. Es gibt Sonderprojekte, die wie zum Beispiel Formula Student und das RoboCup-Projekt RescueBot, das wir später auch noch hören werden. Und last but not least, wenn Sie eine Idee haben, gibt es bei uns auch die Möglichkeit, dass Sie hier ein Startup gründen. Sie werden hier unterstützt mit eigenen Werkstätten, Büronutzung etc. Ich habe ein paar Blitzlichter aus den Lehrveranstaltungen für Sie mitgebracht. Das ist jetzt nur ein Auszug. Das komplette Curriculum finden Sie auf der Homepage von uns. Aber das sind jetzt nur ein paar kurze Ausschnitte, wie zum Beispiel Freihandzeichnen. Das heißt, wir beginnen hier mit Bleistift im ersten Semester und arbeiten uns langsam am Computer weiter über CAD-Modell bis hin zu komplexen Simulationen. Werkstoffe, das ist ein zentrales Thema. Werkstoffe ziehen sich auch vom ersten Semester bis zum letzten Semester. Das ist ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Ausbildungsschwerpunkt im Bachelorstudium. Auch die mechanische Werkstätte hier, das Motorenzerlegen, ist ein wesentliches Element. Da geht es auch darum, hier Werkzeug selbst zu bedienen und Teile zu zerlegen, Teile zusammenzufügen. Da gibt es jedes Jahr andere Projekte, andere Anwendungen, die wir hier verfolgen.
Fertigungstechnik ganz generell, ob das jetzt Spritzguss ist oder so, wie man es hier sieht, das Abformen von einem kohlefaserverstärkten Bauteil, in dem Fall ein Lenkrad, ist ein Ausbildungsschwerpunkt, Maschinenelemente natürlich. Auch ein Freifach wird angeboten, die Einführung in die Kraftfahrzeugtechnik. Man sieht hier schon ein Beispiel aus dem Bereich Formula Student, ein wesentliches Leitprojekt auch unserer Fachhochschule und auch unseres Studienganges, das wir gemeinsam mit anderen Studiengängen auch betreiben. Gut, also Interdisziplinarität ist ein wesentlicher Faktor, das möchte ich noch einmal explizit hier erwähnen in dem Setting. Und dann gebe ich weiter an den David Nichi. Er wird uns aus der Werkstätte berichten. So, ja, danke. Wie gesagt, mein Name ist David Nichi. Ich bin jetzt seit circa 1,5 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Abteilung HTM. Ich habe meinen Bachelor da gemacht und bin gerade dabei, dass ich meine Masterarbeit schreibe. Ja, Sie haben ja schon ein bisschen einen Einblick bekommen, was für Fächer Sie erwarten werden. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil von dem Studiengang, dass Sie sich in den verschiedensten Bereichen ein grundlegendes Wissen aneignen. Ein weiterer Vorteil ist, also da kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, weil mein Interesse für die additive Fertigung, also salopp gesagt 3D-Druck, wurde erst im Bachelorstudium so richtig erweckt. Und deswegen ist es umso schöner, dass ich jetzt auch hier arbeiten kann in diesem Bereich. Und das Spannende ist halt, dass nicht nur das ist, ich unterstütze Projekte, ich unterstütze die Lehre, ich unterstütze die bei Abschlussarbeiten. Und das ist halt eine abwechslungsreiche Arbeit und das macht Spaß. So, ja, ich befinde mich hier im Additive Manufacturing Lab am Außenstandort am HTC. Hier kurz die Information, Sie können über die Homepage, können Sie sich die Räumlichkeiten jederzeit nochmal in Ruhe anschauen. Ja, ich würde Ihnen jetzt dann kurz ein paar von unseren Anlagen vorstellen und natürlich die Verfahren dazu. Und ich müsste mich auch kurz entschuldigen dafür, dass keine der Anlagen in Betrieb ist, weil am Freitag ist bei uns meistens ein bisschen ruhiger. Gut, so. Also beginnen wir mal hier. SLS-Anlage. SLS steht für selektives Laserfunktion. Dabei haben wir das. Ja, wir kurz unterbrechen, wir haben ein Audioproblem, man hört dich nicht. Auf weh. Kann man mich, versteht man mich jetzt? Jetzt geht es besser. Okay, dann muss ich schauen, dass ich von vorne rede. Gut. Also man hat da, also selektives Laserfunktion, man hat das weiße Kunststoffpulver, das wird Schicht für Schicht aufgetragen. Und dann werden die benötigten Bereiche mit Hilfe von einem Laser erhitzt und aufgeschmolzen, so miteinander verschmolzen. Und so entstehen dann eben dreidimensionale Bauteile. Wenn dann weitergeht, hier ist die Packstation dafür. Also da wird das überschüssige Pulver entfernt. Ich habe da noch ein paar Bauteile, die dann zu dir geleitet wurden, ausgestellt. Teilweise Bauteile, die in den Lehrveranstaltungen. Bitte nochmal deutlich ins Mikrofon sprechen. Okay. also das sind teilweise Bauteile, die in den Lehrveranstaltungen erstellt werden, teilweise Bauteile für das RoboCAD-Team, für das Formula Student-Team oder einfach nur Testbauteile. So, wenn wir dann in den nächsten Raum gehen. Hier haben wir unsere FDM-Anlage. FDM ist das Verfahren, also das klassische 3D-Druckverfahren. Wenn Sie jetzt um ein paar hundert Euro einen 3D-Drucker kaufen, im Internet oder im Fachhandel, ist das dieses Verfahren. Dabei wird ein Kunststofffilament Schicht für Schicht also aufgeschmolzen und aufgetragen. Und so entstehen in diesem Fall dreidimensionale Bauteile. So, und zu guter Letzt unsere Hot Lithography-Anlage. Das Verfahren ist relativ ähnlich zur Stereolithografie. Dabei wird, also hier in der Kartusche befindet sich ein photosensitives Harz. Das heißt, das Harz härtet durch Belichtung aus. Das befindet sich dann später im Becken, hier in diesem Bereich. Das Druckbett taucht in das Becken ein und von unten wird wieder mit einem Laser werden die benötigten Bereiche belichtet und das Druckbett bewegt sich langsam nach
so entstehen hier die dreidimensionalen Bauteile. Ja, das Spannende ist halt, dass jedes Verfahren seine Vor- und Nachteile hat und so müssen Sie je nach Anwendungsbereich das passende Verfahren auswählen. Ja, das war ein kurzer Einblick. In den Vorlesungen werden Sie das natürlich detailreicher mitbekommen. Das war's von meiner Seite und damit würde ich weitergeben an meine Kollegin Melanie Grotti. Ich teile für die Melanie schnell den Bildschirm, weil ich habe die Folien mit. Sekunde. Vielleicht erlauben Sie mir noch zwei, drei Folien zu den von David Nechi angesprochenen Projekten. Ein so ein Projekt ist zum Beispiel das intelligente Trinksystem, das wir hier auch über mehrere Studiengänge hinweg entwickelt haben. Ein Trinkbecher, der aufzeichnet, wie viel man pro Tag trinkt für ältere Menschen, für Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen. Genauso der Sensogrip-Stift, ein spezieller Stift mit Sensorik, der für Kinder mit entsprechenden Schreibschwächen entwickelt wird. Oder ein Projekt im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, mit der Firma Fronius gemeinsam, wo ein spezielles Schweißsimulationssystem entwickelt wird. Das sind alles Projekte, wo Studierende, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns mitwirken können. Und das Leitprojekt, eines der Leitprojekte, ist natürlich Formula Student und da übergebe ich jetzt an die Melanie, bitte. Ja, ich bin jemand, der für diese Interkooperation von der FH steht. Ich selbst habe Computer Science studiert, bin aber seit dem ersten Semester beim Oscar Racing Team dabei. Das ist ein Konstruktionswettbewerb. Wir haben quasi ein Jahr fürs Auto. In diesem einen Jahr müssen wir halt schauen, dass wir unser Auto konstruieren, dass wir das Auto budgetieren und dass wir uns dann auch einen Businessplan drum erdenken. Und dann können wir, heuer im Sommer, letztes Jahr ging es nicht, aber dann können wir zu einem Bewerb fahren und uns dort vorstellen und unser Auto dort vorstellen. Da geht es dann darum, dass wir zeigen können, wie ist das Auto selbst in den unterschiedlichsten Disziplinen. Es muss zuerst einmal übernommen werden, sodass es sicher ist und dass wir überhaupt damit auf die Rennstrecke dürfen. Und wenn wir dann auf der Rennstrecke sind, muss es dann halt die Belastungen aushalten. Das ist vor allem die Endurance, ist meistens das, was das Auto sehr hernimmt, weil die sehr lang ist. Es macht sehr viel Spaß. Also wir sind insgesamt 40 Leute, die da zusammenarbeiten. Und man sieht auch in den Bildern gerade, wie wir uns entwickelt haben. Also ganz am Anfang, da war das wirklich nur, wir bauen ein Auto. Dann kam die Entwicklung 2015 mit Aerodynamik gibt es auch und die kann was. Und dann ist das letzte mit der Startnummer 110 ganz unten, der 119er, wo die Aerodynamik dann richtig groß geschrieben wurde, weil die richtig viel kann. Und wir sind dann auch immer sehr stolz drauf, wenn das Auto so fährt. Und das macht nur die Begeisterung eben am Wettbewerb, zusammen zu sein und vorzustellen, was man in diesem einen Jahr als Team geschafft hat, dass das Auto fährt, dass der Businessplan steht, dass der Cost Report gemacht wurde und was man sich dabei gedacht hat, wie das mit dem Engineering war, wo sind die Gedanken, wo sind die Neuansätze, wo gibt es die Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr und wie das genau mit dem Studiengang HTM zusammenhängt, kann euch mein Team-Captain erklären, der Herr Patrick Clara. Danke dir, Melanie. So, hallo, von meiner Seite, mein Name ist Patrick Clara. Ich habe auch im Bachelor Hightech Manufacturing studiert. Ich studiere mittlerweile Green Mobility im Masterstudium, bin da auch schon relativ am Ende. Ich bin jetzt mittlerweile 5 Jahre im Racing-Team und das zweite Jahr Team-Captain. Also ich kenne mich auch schon ein bisschen aus und kann euch sagen, dass man viel von dem, was man im Studium lernt, in der Praxis dann anwenden kann bei uns. Man sieht da ein paar Beispiele, also links oben natürlich fotografieren können wir hoffentlich schon, also unser Auto schön ablichten, aber dann muss das Auto zuerst einmal am Anfang der Saison konstruiert werden, die Ideen werden zusammengefasst, das sieht man rechts unten das Bild aus SolidWorks, wie es bei uns nach im fertigen Zustand ausschaut. Danach wird das Ganze simuliert, rechts oben sehen wir eine Flow Simulation von der Aero. Das ist was ganz Besonderes, ist besonders, eine besonders schwierige Simulationsform, die man sich ja mit viel Arbeit erlernen kann. Und wenn das Ganze dann wirklich passt und man das Auto für gut befindet, so wie es ist, dann muss es gebaut werden und die Teile müssen gefertigt werden. Da haben wir natürlich auch den Kontakt zu den Sponsoren und Fertigern und fertigen links unten
also auch selbst die Fertigungszeichnungen dafür an und diese Konstruktionsfertigkeiten, teilweise auch Simulationsfertigkeiten und die Fertigkeiten mit den Fertigungszeichnungen und so, das lernt man alles schon im Studium. Man verfeinert das dann natürlich mit dem Racing-Team und muss sich viele Sachen auch genauer einlernen, weil man natürlich auch im Zuge der Kraftfahrzeugtechnik-Vorlesung zum Beispiel nicht so tief ins Fahrwerk eingehen kann, dass man das Fahrwerk komplett konstruieren kann, aber man kriegt auch dort schon einen guten Einblick. So, jetzt habe ich das Vergnügen und darf mal kurz ein paar Beispiele herzeigen. Ich muss dafür mal den Hintergrund noch schnell ausschalten. So, ich bin nämlich bei uns in der Werkstatt und wir sind momentan in einer heißen Fertigungsphase. Das heißt, es sind auch nicht alle Autos zusammengebaut. Aber um das mal kurz herzuzeigen, das ist unser 2019er Modell, momentan ohne Heckflügel. So sieht es live aus. Einen Moment bitte, können Sie bitte die PowerPoint-Präsentation stoppen, die Freigabe? Dann sieht ja. Passt, danke. Danke. So, jetzt sollte man mich hoffentlich größer sehen. Also so sieht unser 2019er Modell live aus. Wenn wir uns das anschauen, das ist alles von uns selbst konstruiert. Wir fangen da an, im Prinzip mit einem weißen Blatt Papier, machen einen Rahmen, machen ein Fahrwerk, haben hier zum Beispiel ein Fahrwerk aus Carbonrohren, damit das Ganze besonders leicht wird. Wir fahren mit speziellen Aluminium- und Magnesiumfelgen, mit ganz speziellen Reifen und. Auch die Karosserie ist natürlich Carbon und das Servopaket, alles Carbon, damit wir möglichst leicht sind. Das ist natürlich alles eine Riesenarbeit, aber in einem Dreivierteljahr schaffen wir das, dass wir jedes Jahr ein neues Auto zusammenbauen, außer es grätscht gerade mal Corona dazwischen, aber ich glaube, das ist eine ganz besondere Situation, die hoffentlich nicht so oft vorkommt. Und weil die Zeit ja auch nicht stehen bleibt, arbeiten wir momentan auch. Es haben mittlerweile eine Elektroprototypen hergestellt. Diesen Prototypen haben wir die ersten Schritte in Richtung Elektroauto getätigt und werden in der nahen Zukunft, im Optimalfall im nächsten Jahr, schon auf Elektroantrieb umsteigen können. Also wir sind da auch schon mit großen Änderungen wieder beschäftigt. So schaut es bei uns momentan aus und ich darf jetzt weitergeben an die Nicole Reh. Bitteschön. Du bist stumm geschalten. Man hört dich noch nicht. Danke, sorry. herzlich willkommen auch von meiner Seite und von Seiten des Rescue-Board-Teams. Wir sind ein Team aus 7 Studierenden, welches durch ein Projekt der FH Campus Wien im Oktober 2019 entstanden ist. Corona hat, so wie der Kollege vorher auch schon gesagt hat, bei uns das Ganze nicht viel einfacher gemacht. Gerade am Anfang war es dann natürlich sehr schwer zusammenzufinden. Man hat aber auch da wieder gesehen, wie gut Zusammenarbeit funktionieren kann. Ich bin nämlich zum Beispiel auch aus dem Studiengang Clinical Engineering, habe also mit Hightech Manufacturing überhaupt nichts zu tun gehabt bis dato. Bei uns ist es so, wir sind ein interdisziplinäres Konstruktionsprojekt. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich die Teilnahme am internationalen RoboCup Rescue. Begonnen hat das Ganze so, dass wir anhand von mehreren Bachelorarbeiten 1 und 2 unser Modell einmal aus Holz gefertigt haben, was der Kollege nachher im Hintergrund gerne auch zeigen wird, das jetzt am HTC steht und erprobt wurde, um zu schauen, funktioniert der Greifarm, können wir Türen öffnen, gehen unsere Flipper auch hoch und runter, so wie sie sollen, und haben dann, nachdem das alles funktioniert hat, halt sehr stolz sagen können, okay, wir gehen jetzt in die Produktion und hauchen ihm sozusagen Leben ein. Viele der Teile sind, so wie der Kollege Nechi vorher auch schon gezeigt hat, eben zum Beispiel 3D gedruckt. Und das Positive, sage ich mal, an uns ist das, dass egal, wo man bei uns herkommt, egal, was man für Interessen hat, was man kann oder eben nicht kann, man bei uns mitmachen kann, weil keiner von uns ein Profi ist und man prinzipiell ja nie auslernt. Das heißt, man kann bei uns auch immer gern was Neues lernen. Und bezüglich den genauen Details und wie das Ganze jetzt in der Konstruktion abläuft, darf ich an den Kollegen Marvin Correa übergeben. So, eine Sekunde, ich schalte auch mal gerade meinen Hintergrund aus. So, also hallo von mir, ich heiße Marvin Correa, bin der Team-Captain vom Rescue Bots Team
und studiere gerade Hightech Manufacturing im Bachelor. Habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, also so wie es ausschaut, jetzt bald im Master. Wie die Nicole schon gesagt hat, sind wir ein Konstruktionsprojekt. Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen untergegangen, aber jetzt seht ihr gerade auf der Folie, was wir eigentlich konstruieren, nämlich einen Bergungsroboter. Das Ganze ist folgendermaßen, die Idee kam auf, es gibt einen sogenannten RoboCup Rescue und dort werden einfach Katastrophenszenarien imitiert und verschiedene Roboter von verschiedenen Hochschulen, von Studenten, können dort in verschiedenen Competitions gegeneinander antreten. Natürlich will jeder den besten Bergungsroboter haben, ist klar, wir natürlich auch. Und dann haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr als ziemlich frisches Team ein paar gute Leute zu generieren und sind quasi sowas wie der kleine Bruder des Oscar Racing Teams. Noch ein bisschen kleiner, unser Büro ist noch ein bisschen kleiner, aber es schaut ganz gut aus. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir jetzt im ersten Jahr geschafft haben. Genau hier vorne seht ihr ein paar Folien. Das Ding ist, unser, wie der Sandner schon gemeint hat, großer Punkt von diesem ganzen Hightech Manufacturing Studium ist, es geht von der Idee über die Skizze bis zum ersten Prototypen. Und gerade an diesem Projekt kann man das sehr gut sehen. Die Idee kam im Oktober 2019 auf, hey komm, wir bauen einen Bergungsroboter. Und naja, jetzt Mitte 2021 und wir haben einen Bergungsroboter. Ist die Präsentation mal kurz weggeschalten. Ich führe euch mal kurz rum. Im Hintergrund hier seht ihr, was die Nicole eben schon erwähnt hat, unser Holzmodell. Da haben wir ein bisschen Maße abgecheckt. Das ist total schwierig mit der Kamera hinterm Kopf. Nachdem sie gemeint hat, dass das alles funktioniert, seht ihr hier schön auf dem Schreibtisch drapiert gerade unsere derzeitigen Roboter. Hier kommt eigentlich noch ein Greifarm hin, mit dem der Roboter verschiedene Aufgaben bewältigen kann. Der Niki hat eben, der David hat eben ziemlich viele 3D-Druckverfahren vorgestellt. Davon haben wir sehr, sehr viele hier umgesetzt. Unter anderem sind die Kettenglieder 3D gedruckt, SLS gedruckt, genauer gesagt. Und alle roten Teile und schwarzen Teile, die ihr hier seht, sind FLM gedruckt. Viel auch hier am HTC, in der Werkstatt vom Campus, auf die wir ziemlich vollen Zugriff bekommen haben, was super gut ist und unser Projekt sehr gut getan hat. Ihr, falls ihr für dieses duale Studium entschließt, sind das auf jeden Fall viele Teammöglichkeiten, wo ihr gerne mitmachen könnt. Es ist alles ziemlich bezogen auf das Studium, gerade was Konstruktion, Simulation, Elektronik, Robotik und Steuerungstechnik angeht. Habt ihr zumindest mit dem RescueBots-Team und mit dem Oscar-Team eine ziemlich große Bandbreitenmöglichkeit, alles theoretisch Gelernte ziemlich schnell in der Praxis umsetzen zu können oder zumindest euch daran probieren zu können. Das war es auch schon von uns und ich gebe nochmal zurück zum Herrn Sandner. Danke. Danke, Marvin Correa, für die Präsentation und die Einblicke in das RescueBot-Team. Ich teile jetzt noch einmal meinen Foliensatz. Es geht jetzt um die Bewerbung. Wie bewerbe ich mich für das Studium und schalte hier um und gebe das Wort weiter an die Maria Urbauer, bitte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie bewerbe ich mich? Es ist so, Sie bewerben sich vorher bei Siemens Mobility, werden dann zu einem Aufnahmegespräch, Bewerbungsgespräch eingeladen und bewerben sich dann auch bei der FH Campus Wien, bei Hightech Manufacturing. Und ja, auch da absolvieren Sie dann ein Aufnahmegespräch und erfahren dann im Anschluss die Entscheidung, ob Sie einen Studienplatz bekommen oder nicht. Bitte die nächste Folie. Nun einige Daten. Sie können sich auf unserer Homepage bewerben. Und dazu füllen Sie bitte einfach eine Online-Bewerbung aus, laden dann entweder Ihre Bewerbungsunterlagen gleich auf der Homepage hoch oder schicken mir diese per Mail. Und die Unterlagen werden dann von uns geprüft und Sie werden zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. Und im Anschluss erfahren Sie dann eben, ob Sie eine Zu- oder eine Absage bekommen. Das Semester startet in Ihrem Fall am 5. September 2022. Hier sehen Sie nur noch meine Kontaktdaten.
Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bitte einfach melden. Danke. Vielen Dank, Maria. Und ich gebe das Wort jetzt zurück an Alexander Lasnowski, bitte. Danke, Herr Sandner. Danke, liebe Kollegen von der FH. Wir haben sozusagen jetzt dieses ausbildungsintegrierte Studium vorgestellt von beiden Seiten. Wir haben noch einen zweiten Part, den wir vorstellen wollen. Es gibt dann noch das Bachelorstudium Computer Science und Digital Communication, auch in der Kombination mit der Mechatronik-Ausbildung mit der Siemens AG. Und dazu darf ich übergeben an den Herrn Miladinovic für die Vorstellung. Vielen Dank für diese Einführung. Ja, also das ist sozusagen der zweite Teil von diesem Programm. Es geht um den Studiengang Computer Science and Digital Communications. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von diesem Studiengang. Und es gibt dann noch einen Masterstudiengang im Bereich Softwareentwicklung, nennt sich Software Design and Engineering. So, in diesem Studium, also jetzt eine sehr kurze Präsentation. Ich sage immer, wenn ich nur Zeit für eine Folie habe, das Studium zu erklären, dann wäre das diese Folie. So, diese Folie zeigt das ganze Studienprogramm, was gemacht wird. Und wenn man diese Folie richtig liest, dann kann man sehr viele Informationen daraus lesen. Also wichtig ist es zu wissen, dass diese Spalten, die stehen für Semester. Das heißt, das Studium, da gibt es 6 Semester im Studium und man sieht, welche Lernveranstaltungen in welchem Semester stattfinden. Dann sieht man hier immer, wie umfangreich diese Lernveranstaltungen sind. Diese Zahlen hier sind ECTS-Punkte. Das heißt, Mathematik ist insgesamt 5, dann gibt es Network Technologies auch 5, Konzepte der IT mit 4 ECTS und so weiter. Man sieht auch hier, der Schwerpunkt im Studium ist auf Programmierung mit 8 ECTS-Punkten und die Farbe von den einzelnen Boxen symbolisiert auch Themenbereich von diesen Lernveranstaltungen. Programmieren, Softwareentwicklung ist dunkelgrün. Man sieht, dass es relativ viel in dunkelgrün ist. Dann haben wir lila, da geht es um Netzwerktechnik. Ja, es ist kein Zufall, dass das Studium Computer Science and Digital Communications heißt. Das ist Informatik und Telekommunikation mehr oder weniger. Die hellblaue Farbe, das sind so mathematische Grundlagen und Kryptographie. Und diese Farbe hier, diese beige Farbe, steht für Professional Skills oder Soft Skills, je nachdem, wie man das nennt. Und das haben wir von Anfang an, das heißt, beim ersten Semester sind bei uns Professional Skills vertreten. Und zwar immer so, dass das mit einer Fachlehrveranstaltung geknüpft wird. Zum Beispiel Programmierung 1 ist im gleichen Modul mit Teamarbeit 2. Das heißt, hier lernt man was über Teamarbeit. Hier arbeitet man in Teams. Das heißt, dieses Wissen wendet man hier an. Und man bekommt eine Modulnote für beide Lehrveranstaltungen. Genauso ist es hier mit Professional Presentations und Web Technologies, Scientific Technical Writing, Telecommunications. Das heißt, man lernt nicht nur Methoden oder Möglichkeiten, wie man wissenschaftlich schreiben kann, sondern man darf auch eine Seminararbeit im Bereich Telekommunikation schreiben. Und das wird dann gemeinsam benotet. Das, was hier noch bleibt, ist die weiße Farbe. Und das ist, wenn ich jetzt ein Studierender wäre, wäre das für mich die schönste Farbe, weil die Studierenden die Farbe selber aussuchen können. Da reden wir von Projekten, von Bachelorarbeiten und von Wahlpflichtmodulen, die man sich selber aussuchen kann. Und wenn man das richtig liest, dann ist diese weiße Farbe ab 4. Semester dominierend. Auch hier 4 plus 12 sind 16 ECTS-Punkte von insgesamt 30. Das heißt, obwohl nur 2 Boxen, das ist umfangreich, umfangbezogen Mehrheit von diesem Semester. Hier ist es noch mehr. Da reden wir von 21 ECTS von 30 und hier ist es wieder noch einmal mehr. Vorteile für Sie in dieser Kooperation mit Siemens ist es, dass Sie diese Wahlfachprojekte sehr oft gemeinsam mit der Firma Siemens machen können und Berufspraktikum ist sowieso dann mit Siemens. Das heißt, ein Teil vom Studium
können Sie auch in Verbindung mit Ihrer Arbeit machen. Das heißt, besondere Synergien gibt es ab vierten Semester. Die ersten drei Semester sind natürlich Grundlagen. Das ist, ja, da ist das Studium und die Arbeit mehr oder weniger zwei getrennte Sachen. Aber es kommt dann immer mehr und mehr zusammen. Hier sind diese Wahlpflichtmodule. Wir haben zurzeit 5 Module zur Auswahl und sie suchen sich 2 aus 5 aus. So, zurzeit reden wir von IT Security, Software Development, Mikrocontroller Programmierung, dann Advanced Network Technologies und künstliche Intelligenz und Data Science. Dann gibt es verschiedene Zertifikate, die Sie im Studium machen können. Hier sind sie aufgelistet. Also wir haben Lernveranstaltungen, die Sie für diese Zertifizierung vorbereiten. Sie können dann diese Prüfungen getrennt machen. Wahrscheinlich auch in Kooperation mit Firma Siemens, wenn diese Zertifizierungen für Siemens dann für Ihren Bereich interessant sind. Zum Beispiel, wenn Sie Requirements Engineering dort machen, dann ist eine IRAP-Zertifizierung hier sehr empfehlenswert. Das ist die Zertifizierung in diesem Bereich. Oder ISTQB für Software-Testing oder für Projektmanagement und so weiter. Sie können Projekte aus der Industrie bringen oder an Projekten aus der Industrie arbeiten. Ein Auslandssemester ist möglich. Und nach dem Studium, wir haben Campus Academy bzw. Doktoratsprogramme mit anderen Universitäten. Wieso überhaupt dieser Job? Das ist eine Studie, das im Jänner dieses Jahres ist diese Studie gekommen, dass das Nummer 2 von besten Jobs in Amerika sind oder Nummer 1 in Technology Jobs, das heißt Jobs im Bereich Technologie weltweit. Da haben sie verschiedene Eckdaten evaluiert. Da geht es nicht nur ums Gehalt, sondern es geht auch darum, wie ist das Arbeitsklima, wie flexibel sind Arbeitszeiten, wie zufrieden sind Personen, die diesen Job ausüben. Das haben sie alles evaluiert, eine große Studie. Und das ist herausgekommen. Also Nummer 1 Software Developer, Nummer 2 Data Scientist, Nummer 3 IT Manager. Was noch hier wichtig ist, überall ist mindestens ein Bachelor-Abschluss notwendig. Deswegen, wenn Sie Interesse an Softwareentwicklung haben, ist es sehr empfehlenswert, dass Sie auch ein Studium machen und nicht ohne Studium arbeiten. Ein weiterer Vorteil ist es, dass wir im Bereich Informatik keine Branche haben. Also es gibt keine Informatikbranche, so streng genommen, sondern wir arbeiten für andere Branchen. Das hat den Vorteil, dass wenn es in einer Branche nicht mehr so gut läuft, dann können wir die Branche ändern. Wenn wir zum Beispiel für eine Bank arbeiten und es ist jetzt so, dass es den Banken nicht so gut geht wegen verschiedenen Veränderungen in der Gesellschaft, dann kann man eine ähnliche Tätigkeit zum Beispiel für einen Autohersteller machen. Natürlich ist es eine andere Domäne, man muss sich diese Domäne einarbeiten, aber das, was Sie dort machen, ist grundsätzlich sehr ähnlich in jeder von diesen Branchen. Und das symbolisiert dieses Bild, also von Smart Home, Mobile App Development, dann Virtual Reality, Medizin, IT Security, Internet of Things, also überall sind Softwareprogramme drinnen und Softwareentwicklerinnen und Entwickler werden zurzeit sehr stark gesucht. Mehr Informationen können Sie auf unserer Webseite finden, beziehungsweise wir haben auch einen Podcast. Diesen Podcast finden Sie auch über unsere Webseite. Dort reden wir hauptsächlich über verschiedene Lehrveranstaltungen und immer mit den Personen, die diese Lehrveranstaltung abhalten. Das heißt, da hören Sie aus der ersten Hand, was Sie zum Beispiel in Mathematik 1 und 2 lernen können, worum geht es um Programmierung 1 und so weiter. Und es gibt auch andere Top-Themen, die wir dort besprechen, wie Design Thinking oder Software-Architekturen in Zeiten von agilen Entwicklung. Ja, das sind so Themen. Hier sind die Kontaktdaten. Ich habe auch eine schlechte Nachricht. Für dieses Jahr kann man sich bei uns nicht mehr bewerben. Das steht auch hier. Bewerbungsfrist war bis 15. Juni. Das heißt, dieses Programm ist interessant nur für Personen, die sich schon beworben haben und jetzt auf das Aufnahmeverfahren warten. Eine Bewerbung ist leider erst im nächsten Jahr wieder möglich.
Und jetzt würde ich an Herrn Kretek übergeben. Und Herr Kretek wird Ihnen mehr über Ihre Tätigkeiten bei der Firma Siemens und über dieses Programm erzählen. Ja, danke, Herr Miladinovic. Ich werde meinen Bildschirm freigeben. Okay, es gibt da gerade ein Problem. Auswählen. Teilen. Sehen Sie meinen Bildschirm? Ja, jetzt passt es. Mhm. Okay. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Norbert Kretek. Ich bin technischer Ausbildungskoordinator der Siemens AG Österreich am Standort Wien-Siemensstraße. Und ich möchte noch ganz kurz auf das Konzept der ausbildungsintegrierten, also des ausbildungsintegrierten Studiums, eben eine Lehre zum Mechatroniker mit dem Studium Computer Science and Digital Communications erzählen. Ja, wie gesagt, das Konzept besteht aus einer Lehre und einem berufsbegleitenden Studium. Wir haben uns, also wir da am Standort Siemensstraße im 21. Bezirk, wir haben uns in unserem Trainingscenter spezialisiert, also das ist eigentlich unser Haupt-Know-how auf die Automatisierungstechnik. Wir bilden die Mechatronik-Automatisierungstechniker-Lehre in 3,5 Jahren aus und die Kombination aus Automatisierungstechnik-Know-how und dem zusätzlichen Informatik-Know-how aus dem Studiengang Computer Science and Digital Communications können wir eben am besten verheiraten. Warum ist das Ganze so? Die Siemens AG ist ja weltmarktführend in Automatisierung und Digitalisierungslösungen. Das heißt, sei es jetzt eine smarte Sensorik zum Beispiel, irgendwas muss ich mit den Daten auch machen, dass dieser Sensor auslässt. Das heißt, da steckt ja an der Datenbank dahinter und da ist dann das Informatik-Know-how aus dem Studiengang erforderlich. Ja, wir, die Lehre und das Studium starten jeweils im September. Wir haben eine 45 Wochen Ausbildung geplant in unserem Trainingscenter über die ersten 3,5 Jahre. Was wird da unterrichtet? Natürlich laut Berufsbild des Mechatronikers, Automatisierungstechnikers, aber nicht nur das, sondern natürlich weit über das Berufsbild hinaus auf den Siemens Industriekomponenten, sei es Frequenzumrichter, sei es Siemens Steuerungen wie SPS, sei es RFID und so weiter. Und gerade zum Thema Digitalisierung müssen wir natürlich mit diesen Daten, die wir bekommen, auch was machen. Und da geht es in den nächsten Schritt, dass ich diese Daten in eine Cloud schreibe zum Beispiel. Und da brauchen wir eben das Informatik-Know-how. Ja, was auch ein wichtiger Punkt dazu sind die Praxiseinsätze in der jeweiligen Fachabteilung. Das heißt, diese 45 Wochen Ausbildung in unserem Trainingscenter, die werden in den ersten 1,5 Jahren abgehandelt. Und dann ist eigentlich ein ständiger Einsatz in der jeweiligen Fachabteilung, wo sich dann die Jugendlichen, die sich für dieses Konzept entscheiden, auch auf unterschiedlichste Produkte und Siemens-Lösungen spezialisieren können. Ja, wie gesagt, diese Verheiratung von Lehre und Studium, wie sie auch bei dem Hightech Manufacturing angesprochen ist, ist natürlich eine Aufwertung der Lehre. Das heißt, ich habe einerseits eine Lehrabschlussprüfung in Mechatronik-Automatisierungstechnik, auf der anderen Seite, wenn alles klappt, und davon gehe ich aus, einen Bachelor-Abschluss in Engineering. Ja, die Benefits, die wir als Siemens AG anbieten können, dadurch der Studiengang ja in Abendeinheiten die Lehrveranstaltungen abhält, bieten wir natürlich punktuelle Freistellungen an, also Unternehmensfreistellungen, damit sich die jungen Menschen auch vorbereiten können und genügend Zeit haben. Wir übernehmen die Studiengebühren. Und was natürlich auch dazu kommt, ist eine attraktive Entlohnung.
die ja auch nicht zu unterschätzen ist. Also man bekommt die Studiengebühren bezahlt und nebenbei auch noch ein Gehalt und die Praxiserfahrung aus Trainingscenter und Fachabteilung. Ja, wir haben zertifizierte, gut ausgebildete Trainer in unserem Trainingscenter und wir ermöglichen, der Herr Milutinovic hat es ja auch schon angesprochen, die Mitarbeit an Projekten in der jeweiligen Stammabteilung. Wie man ja aus der Erfahrung weiß, wenn man bei Projekten mitarbeiten darf, sage ich mal, da sammelt man die meisten Erfahrungen und die bleiben meistens am besten hängen. Ja, ich bin auch schon wieder fast am Schluss angekommen. Ganz kurz nur, wie gesagt, die Bewerbung unter www.siemens.at/Ausbildung. Wir werden auch diese Kooperation mit dem Department, also mit dem FH Campus Wien und dem Computer Science Studiengang auch nächstes Jahr anbieten. Und wir freuen uns natürlich über junge, motivierte, zukünftige Mitarbeiter, die sich dieser Herausforderung gerne stellen wollen und sie auch bei uns bewerben. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und ich übergebe wieder an den Herrn Lasnowski. Danke, Milutinovic. Danke, Norbert, für eure Ausführungen. Wir kommen jetzt zum letzten Teil. Es ist jetzt so, dass wir noch die Fragerunde machen. Also alle Vortragenden stehen gerne bereit und beantworten gerne ihre Fragen. Wie funktioniert das? Wir würden euch ersuchen oder Sie ersuchen, über die eingebaute Funktion von Zoom, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Wir würden dann die Fragen, je nachdem, geht es zur FH, geht es zur Siemens, geht es zu uns, zur Siemens Mobility, würden wir dann routen und von den geeigneten Personen beantworten lassen. Wir werden also diese Infosession jetzt noch circa 5 Minuten offen lassen, je nachdem, wie viele Fragen da jetzt noch kommen. So, ich habe eine Frage bekommen, die kann ich auch gleich selbst beantworten. Die Frage lautet, hallo, ich wollte fragen, ob man nun am Tag in der Lehrwerkstatt und am Abend auf der FH ist oder ob das aufgeteilt wird. Ich kann das für das ausbildungsintegrierte Studium jetzt beantworten bei der Siemens Mobility gemeinsam mit dem HTM-Studium, also High Tech Manufacturing. Da ist es so, dass das erste Jahr ausschließlich in der Lehrlingsausbildung stattfindet. Man lernt da die Grundzüge des Berufs und die Ausbildung dauert ja insgesamt 4 Jahre. Und das zweite, dritte, vierte Jahr befindet man sich tagsüber die meiste Zeit auf der FH, unterbrochen durch 1 bis 2-monatige Praxiseinsätze bei uns im Werk. Für das Studium Computer Science and Digital Communication würde ich ersuchen, den Norbert Grette kurz eine Antwort zu geben. Ja, also das Konzept von dieser Kooperation sieht vor, dass, wie gesagt, das Studium und die Lehre zugleich beginnen. Das heißt, es ist untertags Ausbildung im Trainingscenter in der jeweiligen, also im Standort Wien in dem Fall, und am Abend dann die Einsätze auf dem FH Campus Wien. Aus diesem Grund, weil das natürlich sehr, sehr zeitintensiv ist, haben wir auch diese punktuelle Freistellung, dass diese Studenten, sage ich einmal, nicht von Montag bis Freitag bei uns in der Ausbildung sind, sondern sich natürlich auch Zeit haben, damit sie sich vorbereiten können. Vielleicht für alle Zuhörer noch, also es gibt da diese beiden Ausbildungsstränge und die unterscheiden sich sozusagen vom Ablauf. Das Thema Siemens Mobility mit High Tech Manufacturing ist das eher seriell. Das heißt, wir machen zuerst 1 Jahr Lehrlingsausbildung, 3 Jahre Studium. Und beim
mit der Mechatroniker-Ausbildung, mit Computer Science, da ist es so, dass das sozusagen parallel geführt wird. So wie es ausschaut, gibt es keine weiteren Fragen, es sind keine offenen Fragen zum System. Dann würde ich sagen, wir beenden unser Meeting für heute. Ich möchte mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und Interesse an der Veranstaltung und auch bei den Vorträgen. Vielen Dank und wünsche noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns dann im September bei der Ausbildung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke. Wiederhören. 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 Schönen Wiederhören. Tag noch. Wiederhören. Schönen Tag noch.